Es geht ein bisschen bergauf an den europäischen Aktienmärkten und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf den DAX und auf den Euro-Dollar. Wir wollen mal schauen, was die Märkte heute machen. Nachdem gestern ja man peinlich berührt sein musste, wieder durch die Lethargie des europäischen Handels in Abwesenheit der Amerikaner, die ja Feiertag hatten. Kein Feiertag hatten die asiatischen Märkte, die durchweg positiv reagieren. Grund ist eine Geldspritze der chinesischen Notenbank ins einheimische Bankensystem. Nachdem ja gestern wieder die Interbankenzinssätze massiv nach oben gegangen sind, Stress im Bankensystem, und darauf hat heute Nacht die People's Bank of China reagiert, und das stützt die Aktienkurse. Nicht nur in Tokio, der Nikkei knapp 1% im Minus, Hang Seng 0,56%, Shanghai 0,86% und Australien 0,65%. Das sind die Vorgaben aus dem asiatischen Bereich. Wir haben datentechnisch nicht wirklich viel auf der Agenda. Das Einzige, was relevant ist, ist der ZEW-Index aus Deutschland. Allerdings ist der durchaus zu beachten hier um 11 Uhr. Vielleicht noch ein Hinweis hier, Stichworte China. Klaus-Peter Sesin hat gestern auf finanzmarktwelt.de einen hervorragenden Artikel über das chinesische Schattenbankensystem publiziert. Kann ich nur wärmstens empfehlen, wenn Sie hier auf www.finanzmarktwelt.de gehen und dann sich diesen Artikel auf der Startseite mal anschauen. Da droht nämlich ein Domino-Kollaps aufgrund der potenziellen Schieflage eben einiger Schattenbanken. Mehr dazu eben auf www.finanzmarktwelt.de. Deswegen jetzt mal rein in die Charts. Wir wollen mal schauen, was sich hier im frühen Handel tut. Da sind wir beim DAX bei 9.733 Punkten. Waren hier schon einen Ticken höher. Kommen wir ein bisschen zurück. Die Euphorie kommt jetzt ein bisschen zurück. Man ist natürlich schon erleichtert, dass die Entwicklung hier in China sich wieder beruhigt. Aber es ist eben nicht eine Änderung des Systems, sondern nur eine kurzfristige Beruhigung, die hier die Notenbank geschaffen hat. Das Problem wird wiederkehren. Das ist wohl so sicher wie das Amen in der Kirche. Natürlich hier weit entfernt noch die nächste Unterstützung bei 9.627, das bisherige Allzeithoch. Und oben, da haben wir das bisher erreichte Allzeithoch bei 9.789,90 Punkten. Also hier, da wird man abwarten müssen, wie der DAX sich jetzt weiter verhält. Wir erwarten hier einen Handel zwischen 9.700 und 9.800. Wow, eine wirklich riskante Prognose. Schauen wir uns mal den Euro an, der aktuell unter Druck kommt. Wir sind bei 1,3534, waren noch vor wenigen Minuten 20, 30 Pips höher, kommen jetzt ein bisschen runter. Euro, der wird sehr stark reagieren auf den ZEW-Index heute. Da wird man sehen müssen, ob eben die Euphorie, die gute Laune, der Optimismus hier nach wie vor vorhanden ist. Es werden ja hier Finanzinvestoren befragt, also Leute aus der Finanzszene, und die gehen meistens konform mit den steigenden oder fallenden Märkten. Das heißt, wahnsinnig viel Überraschendes dürfte hier nicht zu erwarten sein. Überraschend aber vielleicht heute Abend das Marktgeflüster, zu dem ich Sie herzlich einlade und bis dahin erstmal eine gute Zeit wünsche. Bis dann, ciao.